Ich introduce mich selber. Liebe Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Heute zu Gast eine sehr besondere Person. Zu mich. Den größten Assi. Ich sehe gerade aus wie ein Assi, ey. Ja, ein bisschen mit der Cap, mit der umgedrehten. Wunderschön. Und heute habe ich zu Gast Carina Pusch. Hallo. Wer ist Carina Pusch? Das ist Carina Pusch. Soll ich mich jetzt selber vorstellen? Ja, du kannst dich gerne vorstellen. Hallo, ich bin Carina Pusch vom Kanal. Ich bin auch schon. Also, wer Carina nicht kennt, Carina ist schon bei unzähligen Projekten mit dabei gewesen. Und wenn es mal krasse Kostüme gab, so bei uns, dann. Immer im Hintergrund. Obwohl, nein, bei Pokémon Go war ich das Glumanda. Und Sandmann war ich auch hier als Gitarre. Ja. Und heute, wie es anders nicht kommen konnte, könnte, wird heute geschminkt. Heute werden wir uns quasi zu Skeletten machen, zu Halbskeletten, so quasi zahnfehltechnisch. Es ist nicht nur Schminken, Leute. Hast du dich jemals selber geschminkt? Ich habe mich noch. Ja. Also so richtig Bodypainting-mäßig irgendwie. Schon ziemlich krass. Hier ist ein Foto. Ja, wir werden gleich sehen, wie die Zahnfee ausgesehen hätte, wenn Jules sie selber geschminkt hätte. Das ist eine sehr gute Anmoderation. Ja. Die nehme ich auch rein. Nichts mehr von mir. Aber wir wollen es ein bisschen erschweren. Wir werden hier eine Trennwand machen. Styropor, genau, richtig. Ganz hoch. Das heißt, ich sehe nicht, was Carina macht. Ich kann nur hören, was sie macht und versuche nachzuahmen und das beste Ergebnis dadurch zu erzielen. Ich werde das erklären, weil hören, nur mit hören, checkst du es ja nicht. Ich check so einiges nicht. So siehst du auch aus. Wie erklärt man einem Idioten, sich zu schminken? Oha, der Tom hat da auch schon was gebastelt. Der ist so. Oh. Muss ich nicht mehr sehen. Natürlich mit den Push-Up-Farben, die ist auch in. Wo gibt's die? Push-art.com. Habe ich auch einen Spiegel? Ja. Ah, oh! Hallo, wer ist denn dieser Assi hier? Skalpell bitte. Du bist gefeuert, das ganze Skalpell. Carina gibt dann immer quasi so ein paar immer Anweisungen. Ich würde sagen, ne? Starten wir mal direkt. Und zwar müssen wir anfangen mit dem Schwarz und dem ganz kleinen Pinsel. Dem kleinen Pinsel und Schwarz. Richtig. Check. Den tauchst du jetzt in Wasser ein? Habe ich schon längst. Hast du schon längst. Okay, dann einmal in die Farbe tauchen und so ein bisschen rühren, wie bei Wasserfarbe damals in der Grundschule. Einfach so ein bisschen rühren. Ich habe sogar den ersten Strich schon gemacht. Nein. Jetzt geht's an deine rechte Augenbraue. Rechte Seite. Okay, was mache ich mit der Augenbraue? Da zeichnest du jetzt quasi so ein C dran. Du verlängerst deine Augenbrauen ein bisschen zur Nase hin und machst dann einen Schwung nach oben. Ah, ich weiß genau, was sie meint. Ja, das Leute, ist schon super. Das macht Spaß. Jetzt schon. Ich habe nicht angefangen. Moment, soll ich auf ihn warten oder soll ich einfach machen? Ich mache einfach. Okay, deine Augenbrauen. Ich stoppe dich, wenn ich schon weiter bin als du. Okay, deine Augenbrauen der anderen Seite ein bisschen verlängern, allerdings ein bisschen runtergehen und dann so eine kleine Welle nach oben machen. Naja. Fertig. Dann da, wo das kleine C gemalt wurde, ungefähr in der Mitte des kleinen Cs runtergehen und einen kleinen Schwung um das Auge machen, so als würdest du dir eine Augenklappe ums Auge malen. Ah, genau. Da weiß man doch genau, was gemeint ist. Ich finde auch mega geil, wie du den Pinsel hältst. Hält man so nicht den Pinsel? So, oder? Geht das ganz hoch oder ist das so ein großes C jetzt in deinem Auge? Bist du noch beim C am Anfang? Nee, ich habe jetzt ein größeres C. Also ein größeres C, aber in andere Richtung, so als hättest du eine Augenklappe quasi. Richtig, aber oder schließe ich das? Nee, du gehst ungefähr bis zur Pupillenmitte vom Auge. Ungefähr bis dahin machst du einen kleinen Strich. Wie so eine schwarze Augenklappe ums Auge, aber da sind so zwei kleine Zacken, die dann unten rausgehen, damit es ein bisschen. Was? Schön aussieht. Du kannst jetzt auch schon anfangen, das auszumalen. Aber nicht mit dem kleinen Pinsel, oder? Da brauche ich ja Jahre. Ja, kannst du jetzt schon mal so ein bisschen machen, musst du aber nicht. Nämlich. Da wird ja eh noch ein bisschen verfeinert nachher. Ich mache alles schwarz jetzt. Ja, wir können jetzt schon mal alles schwarz machen. Hast du das hinten schon geschlossen, dein ovales Dingens? Oder hast du, ich weiß ja nicht, wie es aussieht. Mir gestern schlägerige Tom rollt sich auf den Boden da hinten. Ich habe keine Ahnung, wo du gerade bist, aber ich mache jetzt schon mein Auge einfach mal schwarz. Ich bin fertig schon. Ach, du hast dein Auge schon schwarz. Ja, ist komplett fertig. Ja, cool, aber dann machen wir einmal das Näschen. Das Näschen habe ich schon teilweise angefangen. Gut. Ich mache alles mit dem dicken Pinsel.
Ich habe so mehr Bauchgefühl. Du hast mehr Bauchgefühl im Bild. Ja, ja, ist okay. Was passiert mit der Nose? Wir können jetzt erstmal das Gesicht abtrennen, denn das soll ja ein halbes Skelett werden, ne? Ah, okay. Und ich sehe aus wie Flash. wie weit gehen die Zacken runter? Bis über der Mund? Die gehen komplett bis unten. Ich glaube nicht, dass das besten, richtig ist, aber. Und am besten nicht alle gleich malen, sondern so ein bisschen zu versetzt spät, auch zu mal. Spät. Die sind identisch geworden. Bin ich gespannt, wie es aussieht. So, fertig. Dann machen wir jetzt die Nase schwarz. Komplett? Nein, natürlich nicht. Das soll ja schön aussehen. Also du gehst quasi von der Nasenmitte, machst du so einen Strich Richtung Auge hoch, ungefähr so 2 Zentimeter hoch und gehst dann zur Nasenseite runter. Panda. Ist also pandamäßig, oder? Ja, so ein bisschen. Man wird sehen, dass es ein Skelett sein soll. Stimmt. Dann, alles, was du jetzt auf deiner Seite noch normaler hautfarbenmäßig hast, malst jetzt weiß. Das Wasser wird schwarz wie. Wer hat denn gesagt, dass du den großen Pinsel schon nehmen sollst? Tom. Bei Bodypainting ist immer wichtig, die perfekte Mischung des Wassers zu nehmen. Man darf nicht zu viel und nicht zu wenig nehmen. Hab ich gemerkt. Hast du gemerkt? Und mit den Lippen? Auch die müssen weiß. Alles auf der Seite muss weiß. Aha. 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 Ich sehe immer mehr aus. Wie ein Panda. Nee. Wie ein Skelett. Wie missgeburtig aus. Und angemalt ist auch noch. Ich bin bereits fertig. Sehr gut. So, dann kommt jetzt der nächste Schritt. Bist du auch schon so schnell? Hey, ich habe jetzt erstmal meine Lippen nicht mehr rot gemacht. Ja, aber ich warte ruhig auf dich, wenn du noch ein bisschen Zeit brauchst. Nee, du kannst schon mal einen 1 cm Strich an deinem Mund machen. Was? 1 cm ja. Strich am Mund nach rechts. Genau. Am besten mit dem kleinen Pinsel. Und er hat schon einen großen. Ach, 1 cm, ne? Genau. Nach gehen rechts. Auf 5? Nein. Und dann kannst du 1 cm Strich nach oben und nach unten in der Mitte ungefähr machen. Auch so 1 cm. Da habe ich aber einen Zacken gerade. Ja, das ist ja nicht schlimm. Das ist nicht schlimm, wenn du da drüber malst. Also Toms Blick zu urteilen, das ist nie richtig gewesen. Ah, ich weiß, das wären die Zähne. Genau. Das hatten wir bei der Zahnfee auch so. Sieht gar nicht so scheiße aus bei mir. Ja, ist doch gut. Oh. Und dann machst du oben wie so ein auf dem Kopf stehendes C, damit die Zähne nicht so kantig oben sind, sondern so ein bisschen abgerundet. Ich weiß haargenau, was du meinst. Zahngenau. So wie bei der Zahnfee. Oh, ich glaube, ich habe Riesenzähne bekommen jetzt. Okay. Ist gar nicht so schön. Ich mache jetzt gerade ein paar Korrekturen, weil ich warte auf dich. Marina ist nicht so schnell. Hast du es bei den Zähnen schon? Längst. Schon ordentlich? Ja. Mit einem dünnen Pinsel? Natürlich. Na, ist ja gut. Wie viele Zähne hast du? 6. Ist das richtig? Ja, kann man mitarbeiten. So, jetzt müssen wir die Knochen malen. Und zwar an deinem Wangenknochen, der so, wenn hier. Du ein normales Gesicht hast, ungefähr Mitte deines Ohres ist hier. Ja, ist. Ja, ja. Krass. Krass. Ich habe ein normales Gesicht. Normales Gesicht. So, und da machst du jetzt ungefähr so einen 2 cm Strich. Hast du? 2 cm? Ja, so ungefähr. Scheiße. Ist ein bisschen längerer Knochen geworden, ist okay, glaube ich. Das ist okay. So, jetzt müssen wir da. Du musst quasi von da, mehr wie so ein S, nur umgedreht. Wie soll man das erklären? Wie viel Grad, in welche Richtung? Okay, also von diesem Strich, den du gemacht hast, geht jetzt quasi wie so eine kleine Kuhle, ungefähr so einen Zentimeter runter und dann gehst du wieder hoch. Verstehst du, was ich meine? So eine kleine Beugung. Kein bisschen. Aber ich mache jetzt ein S, das 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht ist. Das kann doch nicht. Hast du? Das ist niemals wichtig. Ich würde so gerne sehen. Das ist niemals wichtig. Ach du guck, wie soll ich das denn erklären? Dann musst du jetzt so einen kleinen, wie so einen kleinen Knochen runtermalen. Okay. Ah, also so lange, wie bei der Zahnfee. Ah, okay, ist doch. Knochen, sagst du, ne? Ja, also nur so ein Stück, ne? Wie ein Stück. Ich habe einen fertigen Knochen gemalt. Wie für ein Knochen? Knochen? So wie wenn so ein Cartoon-Hund einen Knochen fängt. Du hast ja bestimmt diesen Knochen. Den Knochen habe ich ja.
da am Ohr, das Stück müssen wir schwarz machen. Komplett schwarz. Was für ein Stück? Vor dem Ohr? Genau. Ist bei mir weiß. Ja, richtig, das muss schwarz. Wie? Einfach ein schwarzer Punkt oder was? Nee, das muss schwarz ausgemalt werden. Aber nur das Stück, was zwischen dem oberen Knochen und dem unteren, was da so zwischen liegt. Das müsste eigentlich da sein. Ich weiß nicht, ob es überhaupt da ist. So, ist schwarz. Ist schon schwarz? So, jetzt kannst du schon mal dein Kinn quasi auch da so einen... Von der zackigen Mitte bis zum Ohr kannst du dein Gesicht schon mal umranden mit Schwarz, aber nur am Kiefer entlang. So oder so. Tom wird mir eh nichts sagen. Das Umranden. Was tut denn da? Ich glaube, Karina, ich hab verkackt, oder? Du schaffst es. Beautiful Skeleton. Ich bin so weit gespannt, wo Karina das gleich sieht. Ich bin auch sehr gespannt. Da ich keine weiteren Informationen bekomme. Schon mal weiter. Jedes Zahnstück muss jetzt unten wie so ein kleines Dreieck zusammengehen. Das muss ja aussehen, als würden die so im Kiefer drin stehen. Oben und unten natürlich. Natürlich. Oben habe ich aber diese Cs. Naja, jetzt nicht. Warte, wo hast du die Cs hingemacht? Die sollten an der Lippe sein, die Cs. An der Lippe? Yeah. Die Schattierung hat richtig alles kaputt gemacht. Ja, wie soll ich denn Stativ, wie soll ich denn Winkel? Nur so ein bisschen. Das muss ja eh, läuft ja eh so ein bisschen ineinander. Aber kein ist bisschen schlimm. Bei mir. Ich nehme jetzt Weiß, mix das mit Weiß jetzt. Ich muss das retten. Ah, oh, es wird immer schlimmer. Oh mein Gott, was machst du denn? Und wie läuft's? Gut? Sehr gut. Sehr gut? Ja. Schön. Ich bin stolz auf dich. Ja. Aber ich selbst geschminkt habe, ja, ich weiß, es sieht sehr professionell aus. Gut aus, ich finde, der Knochen ist halt ein bisschen wack geworden, so, aber sonst. Ich bin auf diesen Knochen gespannt. Was mache ich mit Lidschatten? Was ist Lidschatten? Damit machen wir jetzt ein paar Schattierungen. Ah, sieht gut aus. Damit kriegt man so ein paar Highlights noch hin. Highlights kriegt eher das Gegenteil. Schatten. Ich glaube, er hat das ganz gut hingekriegt. Na, ich weiß es. Ich bin, glaube ich, bereit. Hast du an den Zähnen schattiert? Ja. Hast du am Hals so ein bisschen anschattiert? Überall. Überall? Ja. Wir müssen da, wo du oben das ganz am Anfang, womit wir angefangen haben, ne? Das, dieses C, ne? Das kannst du auch so ein bisschen. Das C ist schon längst, weg bei mir. Alter, was machst du da? Malt er sich jetzt sein C da wieder hin oder was? Nee. Ist schon passiert. Und was passiert mit dem C? Es wird schattiert. Okay. Ja, eigentlich sind wir fertig, ne? So, bist du bereit? Und jetzt. Holy shit! Was soll das? Sieht ja komplett anders aus. Das C habe ich jetzt. Ich meinte das da. Ach so. Aber der Knochen. Vor allem am Anfang. Das ist schon geil. Ja. Hashtag Hussein-Knochen. Das ist ja doch so anders. Ist ja viel heller bei dir. Ja, ich meine. Du hast ja viel mehr Zähne. Ich meine, dachte, du meinst oben sechs Zähne. Nein. Insgesamt. Man hat insgesamt sechs Zähne. Warum ist mein Gesicht so dunkel geworden? Aber ich finde die Crackles geil, oder? Hier diese. Also so hätte die Zahnfee ausgesehen, wenn du selber geschminkt hättest. Hätten die Leute dann gesagt, boah, war krass. Ich glaube nicht. Wie hätte das ausgesehen, wenn er das Kostüm selber gemacht hätte? Oha, ein neues Video. Neue Challenge. Ja, mega, hatte Spaß gemacht. Vielen Dank, vielen Dank. Bitte schön. Hast du da geweint oder hast du das runtergemacht? Nee, da habe ich zu viel Wasser gehabt. So. Du hast mir jetzt was beigebracht. Jetzt ist es Zeit, dass ich dir mal was beibringe. Ich muss von dem Meister lernen. Genau. Und zwar auf dem Push-Out-Channel haben wir noch eine Challenge gedreht, wo ich der Karina mal Anweisungen gebe, was sie zu zeichnen hat. Beziehungsweise werde mich natürlich parallel dann auch bemalen. Und wir machen, das werdet ihr sehen, auf dem anderen Kanal. Erstmal duschen. 8 Jahre lang. Ja, Leute, lasst einen Daumen da. Ah, braucht ihr eigentlich nicht. Scheiß drauf. Natürlich. Will die nicht zwingen, die sind ja eh schon so gestresst. Mehr Kommentare. Also, Leute, jetzt hier, Verlinkung in 3, 2, 1. Boom.